So, herzlich willkommen zum Video und zwar heute kurzes Update zur Reisdiät. Was ist der beste Abnehmplan da draußen und der auch noch Krankheiten heilt? Und zwar haben wir hier den guten Mann, Dr. Walter Kempner, auf den die ganze Bewegung quasi basiert, ja, die ganze High Carb, Low Fat Bewegung. Und der hat 94 Jahre lang gelebt und der hat Menschen behandelt, die übergewichtig waren, größtenteils. Ja, hier kann man die Ergebnisse sehen. Die haben in kurzer Zeit, ein paar Monaten, 12 Monate abgenommen. Die haben ihren Bluthochdruck gesenkt mit der Reisdiät. Und hier haben die alle möglichen Probleme gehabt, gesundheitlichen Probleme mit dem Herz, mit den Nieren, mit den Augen. Und das wurde größtenteils erfolgreich behandelt. Mit dieser Reisdiät, mit der man Kosten sparen kann, also teure Medizin sparen kann und auch Risiken der Behandlung sparen kann. Zum Beispiel, wenn man sich Operationen sparen kann. Ja, so, aber wollen wir uns mal genau die Zusammensetzung dieser Diät angucken, denn das ist das Wichtigste. Ja, es muss am Ende nicht Reis, Obst und Zucker sein. Ja, hier haben wir Reis, Obst und Zucker, 2400 Kilokalorien. Aber diese Kombination ergibt uns für 2400 Kilokalorien 5 Gramm Fett am Tag. Ja, mehr braucht der Körper gar nicht. 5 bis 10 Gramm Fett am Tag zu essen reicht vollkommen aus. Ja, 25 Gramm Protein, perfekt. Wir brauchen nicht mehr Protein. Ja, das belastet nur die Nieren extra, das belastet die Organe und man nimmt von extra Protein, nimmt man zu. Was essen Bodybuilder, um zuzunehmen? Und dann haben wir natürlich hier den Treibstoff, ja, 565 Gramm Kohlenhydrat. Perfekte Zusammensetzung, ja. Das sind an die 90% Kohlenhydrate, 5% Fett, 5% Protein, so um den Dreh. So, und die Standarddiät, ja, im Gegenteil dazu, da nimmt man 100 Gramm Fett zu sich, ja. Also von den 100 Gramm werden vielleicht 10 verbrannt und die anderen 90 legt man zu. Zudem hat man 100 Gramm Protein, also eine Schnittwerte, ja. Das ist eine extra Last für die Nieren. Und man hat nur 300 Gramm wertvolle Kohlenhydrate. Und was kann man jetzt für Abwandlungen machen? Ja, einige werden sagen, das ist zu einseitig. Ich esse nicht nur Reis, Obst und Zucker. Klar, aber das ist hier das Template. Das Template ist so wenig Fett wie möglich, so wenig Protein wie möglich und so viel Kohlenhydrate wie möglich. Ja, und das kann man erreichen durch Kartoffeln, durch Nudeln, durch Reis. Ja, mit Gemüse kombinieren. Cornflakes, Zucker, Smoothies, Obst, alles Mögliche an Obst. Ja, es geht um dieses Template, dass man so wenig Fett wie möglich isst, so wenig Protein wie möglich isst und so viel Kohlenhydrate wie möglich isst. Und wenn ihr noch Hunger habt, ihr könnt über die 2400 Kalorien drüber hinaus essen. Ja, wenn euer Körper das verlangt, dann macht es nicht, solange diese 90% oder 80% Kohlenhydrate dabei sind. Ja, das Problem bei der Standarddiät ist, dass es zu viel Fett und zu viel Protein ist. Und das sind genau die zwei Makronährstoffe, an denen hier geschraubt wird. Und die werden komplett runtergeschraubt. Und die verursachen großartigen Gewichtsverlust. Aber nicht nur das, sondern Heilung von mehreren Krankheiten. Wo haben wir den Abschnitt hier? Genau. Die haben ihr Typ-2-Diabetes geheilt. Die haben Cholesterin, Blutdruck, Blutzuckerwerte und Gewicht kontrolliert. Und in diesen Kategorien gab es Verbesserungen. Und dafür ist die Reisdiät da. Dafür ist dieses Template da. Nutzt es zu eurem Vorteil. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.